Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Super Mario Maker 2. In der letzten Folge haben wir Gurgur freigeschalten. Das ist der kleine süße Vogel hier links. Ich glaube, er hat auch noch eine weitere Aufgabe für uns, oder? Gurgur! Nö, dann nicht. Okay, er hat keinen Bock auf uns. Und wir haben diese komische Rakete da oben gemacht. Da kam der Gurgur raus und jetzt bauen wir gerade das Dach vom Westflügel fertig. Und dafür müssen wir einfach weitere Aufträge machen. Story-Modus halt. Blink, Block, Bluff, Hem. Um den Truppkrabbelbau erkunden zu können, habe ich ganz viele Blinkblöcke hineingesteckt. Aber so ganz sicher bin ich mir nicht, dass man das Ziel auch erreichen kann. Könnte das jemand mit gutem Gespür für Timing für mich ausprobieren? Ja, ich spiele Osu. Ich habe bestimmt ein richtig geiles Timing. Oh, eine riesige Ameise oder so. Oh. Das war gemein. Okay, aber schon klar, was wir hier machen müssen. Wir müssen halt warten, dass der hier blub, blub, blub macht. Und dann gehen wir oben lang. Und immer so weiter. Sie blinkt. Nein, Pilzi! Wie? Hä? What? Wieso kann die Ameise einfach auf dem. Okay. Ist ja wie so ein Rhythmusspiel hier. Das gefällt mir. Wieso kann die Ameise einfach da oben rumlaufen? Das ist voll gruselig mit den Ameisen. Aber die fallen auch nicht runter, ne? Kann man die töten, wenn man einfach so gegen die Gegend schlägt? Wahrscheinlich nicht. Die sehen irgendwie komisch aus und die erinnern mich immer noch. Mega an diese Herzlosen aus Kingdom Hearts. Okay. Hüpf. Okay, eins. Warte, wir können da rechts rein oder wir können nach oben. Was wollen wir denn machen? Oh, hier die komische Münze. Münzen nehme ich immer mit. Ihr kennt mich, Leute. Ich brauche das. Ich brauche das Geld. Ich bin jung und brauche das Geld. So. Apropos Geld. Wisst ihr, was richtig geil ist? Ich mache ja immer so Umfragen ab und zu mal. Meh. Ich mache ab und zu immer mal so Umfragen mit. So bezahlte Umfragen. Okay, wir warten einmal kurz. Wieso kommt hier jetzt so eine Ameise? Oh, die hat einfach viele Leben. Ist okay. Genau, bezahlte Umfrage, wo man halt Fragen gestellt bekommt von irgend so einem Umfrageninstitut. Und dann. Ich weiß nicht, ob das hier was wird. Doch. Die 50 Münzen unten will ich mal nicht haben. Okay, ich will sie doch haben. Ganz klar, ich will sie haben. Das war alles so geplant. Ja, okay. Ich chill dann mal hier drin. Alles cool. Als ob man das überlebt. Ja. Okay, komme ich denn da hoch? Ja, ich komme da hoch. Okay, puh. Okay, so. Kannst du bitte... Moment. Alles cool. Ich lebe ja noch. Meine Güte. Ist das hier alles stressig? Ja. Genau, bezahlte Umfragen. Aber nicht nur Umfragen, sondern da kommen auch ab und zu so Produkttests an. Da durfte ich zum Beispiel vor 2 Wochen oder sowas schon mal Parfüm testen, so 5 verschiedene. War ganz witzig, wo man dann einen Tag so ein Parfüm trägt. Im Tal der Winde. Alles Klärchen. Also wo man dann an 5 verschiedenen Tagen 5 verschiedene Düfte ausprobiert und dann am Ende halt dazu auch eine Umfrage macht, wie man diese Düfte fand und sowas. Und dann wissen die halt, auf was die Leute so stehen. Kein Plan. Und dafür kriegt man dann Geld und auch die Produkte halt an sich. Finde ich ganz nett. Und ich durfte da auch schon mal so eine Zahnpasta probieren und was weiß ich. Ist immer ganz, ganz nett. Und ich als aber kleiner Schüler habe sowieso kein Geld. Und deswegen muss ich jede Chance nutzen, irgendwie an Geld zu kommen. Und jetzt wurde ich ausgewählt, um Schokocreme zu testen. Also so Nutella oder Nusspli und so ein Scheiß. Finde ich mega geil. Ich darf bezahlt Schokolade essen. Wie gut ist das denn? So, und jetzt müsst ihr neidisch sein. Nee, keine Ahnung. Ich finde das mega gut. Ist jetzt auch nicht so viel Geld, was man da bekommt, aber man kriegt halt die Schokocreme und man wird immerhin bezahlt. Mega gut. Kann ich jedem empfehlen. Also, wenn, ja, Produkttester werden. Aber man nimmt mir nicht meine Jobs weg, damit das klar ist. Was ist das hier für ein komisches Level? Ich habe mir... Ich lese mir diese Storys jetzt nicht mehr durch, weil die sind meistens doof. Was bist du denn für ein Dude? Hä, wieso hast du so viele Leben? Hä, das ist ein Miniboss oder was? Was geht denn bei ihm? Wieso hat er auch so viele Leben? Moment, ich will mal kurz die Feuerblume, denn damit kann man dich bestimmt richtig einfach töten. Den mussten wir sogar töten? Ja, lel. Okay. Also diese Minibosse kenne ich alle sowieso noch überhaupt gar nicht, was die so können und so. Wir kennen jetzt schon Pompom und diesen neuen Dude. Wenn ich den jetzt hier einsetze, fehlt mir da ein Schlüssel? Wir kommen jetzt auf jeden Fall da unten raus und kriegen die 10 Münzen, aber... Ob sich das so lohnt? Achso, und hier ist die ganze Zeit so ein Wind. Aber so richtig nervig ist der nicht. Klack! Die schreckliche Wippenfestung. Eine Festung voller Wippen. Oh nein!
Wahaha! Aus dieser Festung gibt es keinen Kommen, um die Wippen richtig auszunutzen zu können. Muss man schon etwas mehr Kampfgewicht auf die Waage bringen als Mario, dieser Wicht. Aber ja, da freue ich mich irgendwie mega drauf. Ich weiß nicht, was für Schokocremes ich bekomme. Vielleicht sind das voll die ekligen Schokocremes. Aber ich denke mal, es ist einfach eine Schokocreme. Also ich denke, die wird von Centis sein. Weil die in der Umfrage sehr auf Centis fokussiert waren. Aber was weiß ich denn schon? Vielleicht auch nicht. Kommt man da hoch? Ja. Weiß nicht, hat Centis schon eine Schokocreme? Ich kenne Centis halt eigentlich nur als Marmeladenhersteller. Aber anscheinend wollen die jetzt auch in den Schokoladencreme-Betrieb reingehen. Ich denke also, das wird sehr, sehr süß sein. Bin mal gespannt, wie es schmeckt. Ich werde auf jeden Fall berichten. Was war sonst noch? Ich habe ja jetzt eine VR-Brille. Und da spiele ich in letzter Zeit sehr, sehr viel Beat Saber. Was ein sehr geiles Spiel ist. Ich spiele aber irgendwie kaum was anderes. Und ich weiß nicht, ob da der Preis von so einer VR-Brille irgendwie berechtigt war. Aber ist okay. Was soll ich sagen? Beat Saber ist auf jeden Fall mega cool. Und macht aber, dass ich Muskelkater und sowas bekomme. Was ist das hier für ein Bullshit? Einfach nur so ein... Hä? Ah, ich brauche den Dude. Okay, verstanden. Und dann kann er das hier runter machen, dann nehmen wir ihn. Warte. Jetzt chill doch mal. Ach so, in diesem Mario kann man die nicht aufhalten. Jetzt verstehe ich's. Nein, du solltest die 10 Münzen damit nehmen. Na toll. Mach da nicht mal das. Ich habe Muskelkater von dem Kack bekommen. Wieso ging das eben nicht? Mega verwirrt, egal. Ja, wollte ich nur sagen. Muskelkater von Beat Saber. Ist das normal? Ist das nicht normal? Ich weiß es nicht so genau. Okay, ich krieg die da irgendwie nicht hoch. Das heißt, ich muss auf jeden Fall den... Tut mir leid, kleiner Gumba, aber ich brauche deinen Schuh. So, und dann hüpfen wir hier ra... Ach, man muss nach unten drücken? Hä? Ich kapiere hier gar nichts. Wieso ist man schwerer, wenn man nach unten drückt? Macht das in irgendeiner Weise Sinn? Wenn man sich klein macht, ist man schwerer, oder was? Okay, danke, kleine Kanönchens. Dieses Level ist ultra strange. So, anscheinend darf ich... Man kann hier nicht mal sliden. Okay. Ich finde das alles sehr merkwürdig. Da ist ein Bonbon. Warum? Okay, ich glaube, ich muss die Bonbons hier irgendwie mitnehmen. So? Nee? Wofür ist er da oben da? Wofür ist überhaupt alles hier da? Ah, okay, verstanden. So, jetzt schieben wir den... Ach, dafür ist der Thwomp da oben. Okay, verstanden. War es das jetzt schon oder nicht? Was war das denn schon wieder? Ich bin super verwirrt immer durch diese Level hier. Okay. Jetzt kann er da nach oben und dann schießt er uns nach oben. Eventuell. Hä? Und wozu? Das langt nicht. Wir müssen den nach oben schicken. Und dann? Dann machen wir ihn kaputt. Ach so, okay. Ehrlich gesagt, dauert mir dieses Level hier ein bisschen zu lang. Oh, ich mag aber diesen Stil auch nicht so gern. Oben ist bestimmt eine Münze oder so. Komm da nicht mal hin. Okay. Vielleicht mit dem Sprungbrett auch nicht. Vielleicht ist irgendwie... Hä? Auch kein Block oder sowas versteckt? Da! Ein Block. Hey, aber warum? Keine Ahnung. Hier unten ist auch einfach gar nichts? Ah, wir müssen ihn hier nach oben bringen. Oh, nö, ey. Okay, verstanden. Dann laufen wir da hoch. Na, du sollst da hochlaufen. Hä? Geht das nicht? Bin mir ziemlich sicher, dass er da einfach hochlaufen soll. Ja. Das sieht doch gut aus. Dann springt er da hoch. Dann ist er schon mal auf dem ersten drauf. Hey, du musst schon da oben bleiben. So, jetzt ist er da. Jetzt geht er noch weiter. Wieso macht er bei mir au? Als ob ich so schwer bin. Ja, weiß ich nicht. Dieses Rätsel gefällt mir gerade irgendwie nicht so gut.
Sonst kann ich wahrscheinlich auf den rauf und dann hier hochhüpfen. Ja. Okidoki. Alter, das war ein Treeforce, habt ihr gesehen, Leute? Die Mützen haben einen Treeforce gebildet. Oh, danke. Was holst du mir? Yay, ein Sternchen. Brauche ich den? Irgendwas? Okay, anscheinend nicht. Hä, dieses Level finde ich ultra strange. Hierfür hätte ich den wahrscheinlich gebraucht. Gibt es hier vielleicht noch irgendwie einen Special Block oder so? Da oben sind halt Münzen. Aber ich komme da ganz offensichtlich nicht hin. Tja, dann nicht. Komisches Level. I didn't like that very much. That was a strange level. Noch einen, dann haben wir auch das Westflügeldach fertig. Ein Ausspurt. Oh, 4 Sterne. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich 4 Sterne habe. Jetzt heißt es Rennen, Laufen, Sprinten. Nur nach vorne, nie nach hinten. Halte Y gedrückt und verpasse keine der Schalter. Ein aus, mit Volllauf geht es immer weiter. Naja, der erste war okay. Die erste Strophe, die zweite geht so, du Nachwuchsmusiker. Ja, ein Ausspurt. Im Super Mario World Stil. Nett. Speedrun! Wow, ein Speedrun! Mein allererster Speedrun in Mario Maker und dann gleich im Story-Modus. Ich fass es ja nicht. Diese Speedruns finde ich immer ganz, ganz witzig. Aber ich glaube, hier ist die Zeit wenigstens nicht so assig gewählt, dass man so gar keine Zeit hat. Oh Gott, okay, der war schon assiger. Okay, okay. Oh, nein, okay. Oh Gott, langt das von der Zeit? Nein! Oh Gott, nur noch 3 Sekunden. Bitte, bitte, da ist doch schon gleich das Ziel garantiert. Nein! So close! Das Publikum hat schon applaudiert und dann habe ich trotzdem verkackt. Okay, schon ziemlich knapp bemessen. Oh, endlich mal ein Speedrun. Da habe ich auch schon Bock drauf gehabt in Online-Dings. Ich glaube, hier muss ich ein bisschen schneller sein. So, und ich habe den einen aber auch verpasst. Das war halt nicht so geil. Musste schon relativ schnell durchlaufen. Gab's sowas eigentlich auch schon beim ersten Mario Maker? Ich glaube, da gab's gar keine Story, oder? Nein! Aber diese Speedrun-Level sehen halt auch cool aus, wenn man sie alle schafft. Eventuell muss man hier auch mit so einem Spin-Jump arbeiten. Das wird wahrscheinlich auch schneller gehen, oder? An einigen Stellen. So. Okay. Zum Beispiel den hier. Ich glaube, das war jetzt schneller, dadurch, dass ich das mit... Wieso geht das denn nicht? Beim ersten Mal hat es doch funktioniert. Hier zum Beispiel auch. Einfach so ein Spin-Jump, dann ist man auf jeden Fall schneller unterwegs, glaube ich. Hier kommt man, glaube ich, mit dem Spin-Jump nicht hoch. Ich bin mir noch nicht so sicher, wie hoch man mit dem Spin-Jump allgemein hüpfen kann. So, und anscheinend muss man bei den Trampolin auch im richtigen Moment abdrücken, damit er überhaupt hüpft. Oh Gott, okay, das ist assig. 1, 2, 3, 4. Hier wären Spin-Jumps halt auch besser gewesen. Aber das sollte diesmal auf jeden Fall lang, ja. Guck mal, 2 Sekunden, das wär's Weltrekord. Locker wäre das Weltrekord in Online-Modus. Aber sehr, sehr kurzer Speedrun und sehr einfacher eigentlich. Und ich bin trotzdem 3-mal gestorben. Also was gefällt mir. Da habe ich auch richtig Bock drauf im Online-Modus, wie gesagt. Hat auch richtig viel Geld gebracht, nice. Und damit ist auch das Dach fertig. Ich glaube, dann ist Westen auf jeden Fall alles durch, oder? Sieht soweit ganz gut aus. Jetzt ist der grüne Tod halt arbeitslos, aber sonst. Der Westflügel hat jetzt ein Dach. Jetzt sind wir aufs nächste Gewitter vorbereitet. Ja, dann weiter. Keine Müdigkeit vorschützen. Dann machen wir... Oh, 6 Münzen für das Hauptgebäude. Dammit. Okay, wir machen aber den Ostflügel, damit wir keine Mission umsonst machen. Locker habe ich am Ende nichts mehr zu bauen, aber noch ein paar Aufträge übrig. Kann mir sehr gut vorstellen. Steinquader im Fluss. Hm, im Wald haben wir noch einen von den Steinquadern entdeckt, die Bauleiterin so mag. Bring ihn uns. Okay. Ein Wasserlevel mit so einem blöden Steinklumpen, der ihn einfach mega schwer macht. Das kann ja was werden. Oh, kann übrigens sein, dass meine Stimme heute ein bisschen anders ist, weil ich war gestern feiern und hab da nicht so ganz... egal. Das ist, braucht ihr gar nicht wissen. Bla, bla, bla. Aber nur, dass ihr es wisst, wieso wirfst du mich mit komischen Hammern ab? Ich will den Pilz haben. Dann bin ich bestimmt stärker. Wenn ich groß und stark bin... Naja, also zumindest groß. Und wenn man groß ist, dann ist man doch auch automatisch stark, oder? Hier, stirb am Felsen. Stirb am Felsen. So, hast du davon, wenn du mich einfach mit Hämmern abwerfst, während ich einen Stein in der Hand habe? Jeder weiß, einen aggressiven Mario mit einem Stein in der Hand sollte man nicht wütend machen. Oh nein, jetzt dein Ernst? Okay, das ist ja voll der Troll hier. Das Klärchen, aber das war bestimmt wichtig. Jetzt müssen wir wieder warten. Der Stein bleibt wahrscheinlich auch unten, wenn man ihn nicht mitnimmt, oder? Ja.
Gut, also wir müssen ihn auf jeden Fall die ganze Zeit in der Hand halten. Jetzt machen wir den richtig geilen Trick und gehen den ein bisschen schneller hoch. So, kleiner Wirbelwind. Guck mal, das mussten wir sogar machen von unten. Danke, kleiner Wirbelwind. Was haben wir hier oben noch drin? Nur Münzen? Okay, das juckt mich nicht so wirklich. Müssen wir da runter? Okay. Wo ist mein Steinchen? Oh Gott, wo ist mein Steinchen? Hier unten ist mein Steinchen. Wieso? Hä? Manchmal ist das komisch. Ich habe so einen schweren Stein in der Hand und ich werde trotzdem nach oben katapultiert so ein bisschen. Lol, die werden halt auch schneller, wenn die nicht mehr im Wasser drin sind. Beziehungsweise werden langsamer, wenn sie im Wasser drin sind. Das macht voll Sinn. Und ich bin auch langsamer im Wasser, wie es aussieht, mit diesen Steinen. Also die Physik in Mario, mega gut. Kann man nur loben. Noch ein Pilz, den ich nicht brauche. Wasser? Ich bräuchte dich nochmal. Wasser. Wasser. Aber solche Level sind auch nervig. Nicht nur, weil es Wasser beinhaltet, sondern einfach auch, weil... Oh, weil man immer warten muss. Wartelevel sind langweilig. Find ich. Wie seht ihr das? Oh, dein Ernst. Wir müssen halt auf die Wirbelstürme warten. Wir müssen auf das Wasser warten. Ist halt einfach nervig. So, ich hoffe, das war's. Ja. So, Stein, geh voraus. Und natürlich wieder nach ganz oben zu Bowser hin. Oh Gott, bin ich langsam. Ja, ich bin auch heute noch ein bisschen knille unterwegs irgendwie. Deswegen ist Mario Maker gerade eigentlich ganz schön. Das ist so ein chilliges Spiel. Also zumindest der Story-Modus. Oh, danke für die Steinquader. Guck mal, was ich daraus gemacht habe. Ein Mario. Nee, ein Koopa. Schön. Haben wir hier auch ein bisschen Kunst in unser Land gebracht. Schön, schön. Ich bin gerade quasi so drauf wie dieser Toad. Ganze Zeit nur am Gehen. Aber trotzdem Bock, irgendwas Kreatives zu machen, aber halt gechillt so. Puzzeln ist halt auch eine chillige Aufgabe. Ich habe sogar noch ein Puzzle von Greatest Showman. Müsste ich auch mal zusammenpuzzeln. Das hat halt 5000 Teile. Das wird dann wieder 8 Milliarden Jahre dauern, bis ich das fertig habe. Also zumindest ein Wochenende, wenn nicht noch mehr. So, damit haben wir alle Special-Aufgaben auch gemacht. Es sind noch so viele Level hier. Rückprallring-Lift ins Nirgendwo. Klar, machen wir. Ich möchte mal wieder so richtig herzlich lachen können. Also, wer wagt sich auf meinen Rückprallring-Kurs? Klar, launischer Geldsack. Machen wir. Für Geld tue ich alles. Naja, fast alles. Wie cool ist das denn? Guck mal. Ein Schneemann-Peach-Dings hier. Das, also Schneefrau-Peach. Schon wieder ein Scroll-Level. Wie viele Scroll-Level sollen denn hier noch kommen? In der letzten Folge hatten wir auch schon so viele Scroll-Level. Oh, den Helm hätte ich gern. Dankeschön. Brauche ich den? Ich glaube schon. Wenn die Sachen runterfallen, ne? Machen die irgendwas kaputt, ne? Das ist auch wieder so ein langweiliges Level. Ach komm schon, Mario. Der Story-Modus hat er auf jeden Fall schon bessere Level. Hui, hui. Ja, witzig. Ja, alles klar. Ich sterbe halt trotzdem. Kann ich nochmal so ein Ding haben? Oder, ja, zumindest den Pilz. Gib mir den Pilz. Merci. Kann ein das auch festhalten? Ja, okay, nett. La 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 la, ich bin Mario und schwiege in der Duft umher, in der Duft. Sterbe ich, wenn er mich festhält oder... Okay, er lässt mich irgendwann los. Interessant. Kannst du da bitte hochhüpfen? Ich hätte noch so eine Dings-Attacke hier machen können, ne? So eine... Ich weiß nicht, wie man nennt. So eine Drehattacke in der Luft halt. Toll, das war's schon. Das war auch schon wieder ein sehr langweiliges Level, muss ich sagen. Sehr langweilig. Vielleicht bin ich aber auch einfach viel zu gut geworden für diese 2-Sterne-Dinger. Wow, jetzt kommt ein 1-Sterne-Ding. Meister des Baumkletterns. Alles gleiche, Bäume rauf. Alle Bäume raufklettern. Mache ich. Da sehe ich mich, im Bäume raufklettern. Das ist meine Lebensaufgabe. Was ist das denn für ein Dude? Hä? Guck mal, der springt da so fast runter. Das erinnert mich an das ganz alte Mario. Auf der Nintendo 64. Da gab es auch solche Dinger, glaube ich. Komme ich jetzt da hoch? Okay. Und wo sind jetzt hier Bäumchen? Und wieso sind bei diesen Bäumchen immer diese komischen... Hä? Wisst ihr, an wen die mich erinnern? Ich weiß es nämlich nicht, aber wisst ihr es? Ich weiß es gerade wirklich nicht. Aber warum sind denn hier immer Bienen? Hä, aber die gab es nicht genau die, aber so eine Art von diesen Gegnern. Ich komme jetzt nicht mehr runter, das ist ein bisschen lame. Eine Art von diesen Gegnern gab es auch in den ganz alten Mario auf der 64.
die einen immer so verfolgt haben und die man immer nur so runterschubsen konnte. Aber nicht wirklich vernichten konnte. Oh, ein Catsuit? Ja, von mir aus. Die nehme ich doch gerne mit. Ist das eine riesige, komische Biene da? Jo, als Mario ist man ja viel schneller hier oben. Okay, das ist auch interessant. 10 Mützen hätte ich schon noch gern. Danke und tschüss. Ja, auch wieder ein langweiliges Level, aber okay. Miau. Miau, 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 miau. Gut, Östflügel machen wir natürlich trotzdem noch fertig. Oben, unten Mario und die Bulagen. Bulagen. Ist das irgendein Witz, der da drin steckt? Oben, unten Mario und die Bulagen. Das ist bestimmt irgendein Filmtitel oder sowas. Auf diesem Planeten gibt es eine Höhle, in der die Schwerkraft umgedreht ist. Vorsicht, dort leben viele Bulagen. Die heißen echt so? Okay. Verwende dir einen Ausschalter geschickt, um zum Ziel zu gelangen. Aber Vorsicht, lass dir nicht den Kopf verdrehen. Die Sternguckerin. Das macht mein Hirn sowieso immer nicht mit, wenn alles über Kopf ist. Oh, sogar neue Musik auf dem Kopf hier. Das ist natürlich witzig. Okay, also es gibt mehrere Möglichkeiten. Okay, es gibt doch nur eine Möglichkeit. Ich muss wieder in die andere Welt. Weil ich glaube, in dieser Off-Welt, ich nenne sie jetzt Off-Welt, komme ich, glaube ich, nicht an den Dingern vorbei. So, wir können jetzt hier rein, aber ich weiß gar nicht, ob das so eine schlaue Idee ist. Nein, ist es nicht. Wieso mache ich es dann? Ich weiß, dass es eine dumme Idee ist. Wieso mache ich es dann? Wir kommen nämlich auch einfach so an die Dinger vorbei. Und jetzt müssen wir da reingehen. Weil wir kommen ja anscheinend auch aus derselben Röhre wieder raus, was so gar keinen Sinn ergibt. Aber ist okay. So, dann hier ganz einfach durch. Da haben wir so einen komischen... Ach, das ist ein Bulaken. Die heißen wahrscheinlich so, weil sie aussehen wie so ein Bettlaken oder was? Weil die so zerflossen sind? So ein bisschen zumindest. Okay. Habe ich verstanden. Wieder zurück. Nicht den Bulagen. Ich lerne hier ganz neue Namen kennen von diesem ganzen Mario-Universum. Wow. Okay. Pff. War ich gerade ein bisschen verwirrt, was hier so abgeht. Ja, noch mehr Münzen. Und noch mehr Bulagen. Geil. Diese Bulagen gefallen mir richtig gut. Ja, Leute, seid ihr zu Halloween früher auch immer als Geist gegangen? Ich bin locker 3 Halloweens nacheinander als Geist mit so einer komischen Sense gegangen. Jetzt ohne Witz. Das war irgendwie immer mein Halloween-Kostüm. Auch so richtig mit Maske, so einer Geistmaske, die relativ gruselig war, aber auch nicht so ganz gruselig, war halt ein Kind, ne? Und mit so einer coolen Sense. Das war ganz schön krass, Leute. Ich war ein richtig krasser Halloween-Gänger. Macht man das heutzutage überhaupt noch? Ist das überhaupt noch hip bei den Kids der 2000er? Weiß nicht, Leute. Ist das noch hip? An Halloween rauszugehen und für Süßigkeiten zu fragen. Das interessiert mich jetzt. Leute, wie macht ihr das mit Halloween? Lernt man da heutzutage auch immer noch irgendwelche Gedichte auswendig und sowas? Komm ich da hoch? Nee. Krieg ich die 10 Münzen trotzdem? Ich habe Angst vor den 10 Münzen. Ich musste früher mal Gedichte lernen bei Halloween und die musste ich dann mal aufsagen. Also ich habe sie nicht selbst geschrieben, die hat immer meine Mutter geschrieben. Und keine Ahnung, das waren immer so richtig lange Gedichte. Die muss ich dann auswendig kennen. Und auch die Leute, die mit mir natürlich unterwegs waren, nicht wahr? Also wir waren immer meistens so eine Vierergruppe an kleinen Kinderchens. Und dann musste jeder dieses Gedicht lernen, weil sonst doch da nicht mit mir geil... Upsala. Verdammt. Auf Halloween-Jagd gehen. Hat man aber auch mehr Süßigkeiten bekommen tatsächlich, wenn man ein Gedicht auswendig gelernt hat. Dann hatten wir hatten ein Jahr, da hatten wir dann keinen Bock, dieses Gedicht auswendig zu lernen. Und dann haben wir auch gleich Mecker bekommen von den Leuten. Da haben wir dann halt wirklich nur Süßes oder Saures bekommen. Meine Mutter hat sich wieder voll viel Arbeit gemacht mit so einem Gedicht. Und wir dachten so, nee, dieses Jahr nicht. Wir sagen einfach Süßes oder Saures. Das machen die Amerikaner ja auch so. Hat man ja im Fernsehen gesehen und da hat es auch super funktioniert. Aber da wurden wir dann gleich angemeckert, dass wir doch schon groß sind und auch mal mehr sagen können als nur Süßes oder Saures. Und dann wollt ihr uns halt gar nichts geben. Und dann sind wir tatsächlich auch wieder nach Hause gelaufen, um das auswendig zu lernen, dieses Gedicht. Und dann sind wir nochmal zu der Frau hin, die da gesagt hat, ja, ihr seid ja doof. Und haben dann nochmal unser Gedicht vorgeführt. Und dann waren alle zufrieden oder so. Ja, das war meine Kindheit an Halloween. Und heutzutage mache ich einfach gar nichts mehr an Halloween. Geil. Obwohl ich mal richtig Bock hätte auf so eine Motto-Party. Aber irgendwie macht das keiner von meinen Freunden.
Juckt hier niemanden, dass Halloween ist. Juckt keinen. Man wartet einfach zu Hause, macht überall die Rollos runter, damit ja keine blöden Kids ankommen. Und wenn die dann doch mal klingeln, obwohl wir haben extra keine Klingel, Leute. Genau deswegen, wegen Halloween. Wir haben einfach extra keine Klingel eingebaut. Und wir haben einen Hund, der bellt, wenn jemand kommt. Dann hauen die meistens Kids sowieso schon wieder ab. Alles gegen Halloween. Richtig das Anti-Halloween-Haus hier. Noch überall Licht da draußen aus. Na egal. Das war auf jeden Fall die Folge Mario Maker 2 heute. Ich hoffe, dir hat euch gefallen. Wir sind schon bei 57%. Wir sind richtig schnell hier bald durch. Wow. Und dann bis zum nächsten Mal. Und tschüss.